Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem etwas kürzeren Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ja gesagt, ich werde euch zu euren Spenden immer Updates geben zu den Dingen, die ich kaufe, die ich für die Station kaufen werde und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir schon unglaublich viele Spenden reinbekommen. Falls einige nicht wissen, von was ich spreche, ich sammle Spenden für die frühgeborene Intensivstation bzw. für die Neonatologie. Mein Sohn Jonas ist 17 Wochen zu früh auf die Welt gekommen und dank der Neonatologie, dank den Ärzten, dank den Schwestern und allen, die in diesem Krankenhaus bei Jonas bei waren von Anfang an, den allen haben wir das Leben von unserem Sohn zu verdanken und wir gehen jetzt ja so allmählich auf Entlassung zu. Natürlich ist das noch ein weiter Weg, aber wir sind der Entlassung einen weiten Schritt voraus, ne? Und dafür sammeln wir Spenden. Es sind super, super viele Spenden bis jetzt schon reingekommen. Sogar schon so viel, dass ich mich mit der Station in Verbindung setzen musste und sogar die Schwestern einweihen musste, dass ich Spenden sammle. Und ja, es ist schon eine so hohe Summe, sag ich mal so, dass wir mehr als nur helfen können. Wir können unglaublich viel helfen. Mittlerweile ist die Summe auch schon, ja, so hoch, dass wir Dinge für die Inkubator kaufen können, dass wir ja einfach Besonderheiten kaufen können, die unglaublich teuer sind. Sprich zum Kuscheln, zum Känguruen für die Kleinen oder so Nestchen für die Kleinen. Da habe ich euch ja gesagt, jeder kann mal von euch Benjamin Care googeln. Da könnt ihr mal sehen, wie teuer solche frühgeborenen Nestchen halt einfach sind, bei 200 Euro und aufwärts. Und es gibt halt noch viel, 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 viel mehr, was man denen halt einfach auf der Station geben könnte und kaufen könnte. Und da die Summe halt einfach, ja, nicht klein ist, haben wir uns gemeinsam zusammengesetzt und geguckt, was wir der Station oder was die Station an solchen Sachen halt braucht. Genau, wir gönnen uns aber auch definitiv Kleinigkeiten. Deswegen waren wir gerade beim Mediamarkt und das ist jetzt die erste Spende, die da ankommen wird von eurer Seite aus. Und zwar haben wir Tonis gekauft. Die Station besitzt zwei Toni-Boxen. Sorry, falls es gerade ein bisschen wackelig ist, aber Pascal fährt gerade Auto. Die besitzen zwei Toni-Boxen und die Tonis sind, wie wir alle wissen, nicht gerade günstig. Aber zum Beispiel Jonas liebt die Toni-Box. Er liebt die Toni-Box. Er ist immer so entspannt und hört immer zu und Geräusche. Und deswegen haben wir jetzt neue Tonis gekauft. Zum einen kam Asterix mit. Könnt ihr das irgendwie sehen? Wahrscheinlich nicht, weil ich gerade den Kinomodus drin habe. Wir haben uns auch für Pumukil entschieden. Da. Jetzt muss ich mal eben kurz hier gucken. Dann haben wir hier den Olaf mitgenommen. Das musste auf jeden Fall mitkommen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das muss mitkommen. Ja, die Minions. So, dann Pumukil hatte ich schon. Ich muss hier gerade irgendwie ein bisschen sortieren. Die Sesamstraße. Dann haben wir hier auch noch die Olchis. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch die Olchis kennt. Ich liebe die Olchis. Das ist so richtig meine Kindheit. Und dann haben wir hier auch noch mal Benjamin Blümchen mitgenommen. Das ist einmal so ein... Ich glaube, das ist so eine gute Nachtgeschichte. Genau. Und das wird jetzt gleich der Station übergeben. Beziehungsweise, ja, wir werden das gleich auf der Toni-Box abspielen, speichern. Ich habe die Toni-Box bei denen nämlich nochmal komplett neu eingerichtet, damit wir neue Tonis erholen können. Ja, ich freue mich einfach mega. Was sagen Sie zu den neuen Tonis? War ein voller Erfolg. Genau, ja. Vielen, vielen Dank an alle, die schon gespendet haben. An alle, die noch spenden möchten. Unten in der Infobox alle Informationen. Mein PayPal-Konto unter anderem ist dort eingefügt. Dort könnt ihr, falls ihr habt, eine Kleinigkeit spenden. 50 Cent, 1 Euro, ist egal, was ihr habt. Jede Spende hilft uns. Für jede Spende können wir eine weitere Sache kaufen. Für jede Spende können wir halt einfach der Station mehr und mehr und mehr helfen. Ja, weil halt einfach leider die Krankenhäuser zu wenig Unterstützung bekommen bzw. zu wenig Geld zur Verfügung bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch hier den Kassenbon zeigen soll, ohne dass ich hier Pascal seine Sachen einfüge. Aber wir waren gerade im Mediamarkt und es ist halt ziemlich blöd, euch das hier zu zeigen hier. Aber wir haben sie auch natürlich bezahlt, logischerweise. Genau, wie gesagt, an alle, die schon gespendet haben, unglaublichen Dank an alle, die spenden möchten. Könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Unten in der Infobox ist auch meine geschäftliche E-Mail-Adresse. Falls irgendjemand kein PayPal hat, könnt ihr mich sehr, sehr gerne dort anschreiben. Und genau, das ist jetzt schon mal die erste Sache, die wir der Station übergeben werden. Right? Right. Ich werde das auch gleich ungeschnitten hochladen, weil geht nicht, keine Zeit.
Wir hatten gerade das Gespräch mit den Seelsorgedamen. Also ich kann euch ja jetzt, kann ja mit euch jetzt ehrlich sprechen. Seit meiner Einlieferung im Krankenhaus kümmern sich zwei Seelsorgen um uns. Also das sind sowas wie sagt man als Therapeuten, kann man eigentlich schon so sagen. Ja, eigentlich wie so Therapeuten. Die sind halt von Anfang an da. Die hätten alles geklärt, die klären alles für dich. Die eine Seelsorge ist sogar seitdem Jonas noch im Bauch war, seitdem ich im Krankenhaus eingeliefert war, eigentlich für uns da. Die sind immer da für Gespräche, sprich, die kümmern sich um uns, falls wir Gesprächsbedarf haben und so weiter und so fort. Und da hatten wir jetzt gerade einfach ein Gespräch mit denen, weil es geht um einen Pflegedienst. Wir benötigen nämlich einen Pflegedienst, einfach aus dem Grunde, weil Jonas ja auch Medikamente bekommt, ne? Medikamente bekommt und bei dem einen Medikament trauen wir uns unter anderem, das nicht ihm selber zu geben. Deswegen wollen wir da halt einfach einen Pflegedienst haben und darum wird sich jetzt von deren Seite aus gekümmert. Ist nämlich schwer, einen Pflegedienst zu bekommen, vor allem unter den Umständen, wie wir den Pflegedienst uns wünschen, wie wir den brauchen halt einfach. Und genau, so sieht's aus. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Ob heute noch ein Video online kommt, weiß ich nicht genau, aber schon mal ein Update für euch. Ich werde euch immer mal jetzt so kleine Videos machen, um einfach euch zu zeigen, dass eure Spenden angekommen sind und dass ihr eure Spenden auch wirklich fürs Krankenhaus ausgeben. Ja, ich kann euch leider keine Ausschnitte aus dem Krankenhaus zeigen, das ist nämlich verboten. Dort eigentlich ein Handy zu haben, ist nämlich verboten, deswegen geht das nicht. Aber eure Spenden kommen wirklich, wirklich an. Wir haben zu Hause nicht mal eine Toni-Box, Leute. Also wäre jetzt unsinnig, Tonis zu kaufen ohne eine Toni-Box. Die gehen ins Krankenhaus.